ist eigentlich Jesus? Ich habe viel von ihm gehört. Aber wo ist er denn eigentlich? Wo kann ich ihn entdecken? Eine Frage, die ganz alt ist. Schon zur Zeit Jesus war dieses eine Frage, die die Menschen beschäftigten. Wo ist eigentlich Jesus? Und dann wird sehr schnell klar, dass es da nicht irgendeine Landkarte gibt, auf der man schauen kann und sagen kann, das ist der Ort. Sondern, dass es um irgendetwas ganz anderes geht. Auf jeden Fall darum, dass man zu ihm nur mit leichtem Gepäck kommen kann. Und das löst Widerspruch aus. Zumindest Fragen. Auf jeden Fall lohnt es sich, darüber nachzudenken. Und was das alles mit Kaffeetrinken zu tun hat, dazu dann später mehr. Seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Come on, glory in hell, my
Wir erwarten unsere Hilfe von dem Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Wort und Treue hält und der das Werk seiner Hände, nämlich uns, niemals aufgibt. In Jesaja 66 spricht Gott durch den Propheten: Ich komme, um alle zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ich bete. Guter Gott, du lädst mich ein und wir dürfen kommen. Bei dir hat unser Leben Raum. Du weißt, was wir heute Morgen mitgebracht haben, was uns auf den Schultern schwer liegt oder unser Herz leicht macht und zum Tanzen bringt. Es ist gut, dass all das bei dir Raum hat. Mehr noch, dass du dich freust, wenn wir mit allem kommen, was uns bewegt. So sind wir nun hier, vor dir, bei dir, und wir bitten dich, lass uns deine Wirklichkeit spüren. Lass uns erkennen, wie und wo du uns heute begegnen möchtest. Gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Niemand anders ist wie du.
Ich lese aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, wird beim Vater Anerkennung finden. The more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup. The more I seek you, the more I find you, Jesus, the more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup. Jesus, sie wollen dich sehen. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus das sehr berührt hat. Ich weiß nicht, was eure große Sehnsucht ist. Wenn ihr eine Sehnsucht hättet, was das ist, was euch so ausmacht, woran ihr denkt, wenn ihr morgens wach werdet oder abends ins Bett geht. Die Sehnsucht von Jesus war, dass er gerne wollte, dass Menschen ihm begegnen. Die Menschen waren seine Sehnsucht. Und jetzt war es so, dass tatsächlich nicht nur die, die gerade mit ihm unmittelbar zu tun hatten,
sozusagen Kontakt suchten, sondern auch die anderen, die gehört hatten von ihm. Sie wollten ihn sehen. Es ging ihnen anscheinend nicht nur um die Taten, sie wollten ihn sehen. Es ging endlich um ihn. Aber gleichzeitig war, denke ich, da auch ein großer Schmerz, ein Schrecken. Denn Jesus ahnte, dass jetzt eine neue Phase beginnt, eine Phase, wo die Gegner spüren, dass man Jesus nicht mehr einfach nur ignorieren kann. Eine Phase, in der klar wird, dieser Mann muss weg. Und Jesus wusste das. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, er das Weizenkorn. Solange er hier auf dieser Erde war, konnte er nur in dem Augenblick für den einen Menschen da sein, der in diesem Augenblick da war, bei ihm. Wenn er aber stirbt, dann konnte er die Hoffnung für eine ganze Welt sein. Wie bei dem Weizenkorn. Wenn es in die Erde fällt und aufbricht, dann kann eine Pflanze wachsen. Dann kann Frucht entstehen. Dann kann viel mehr entstehen. Und dann wendet sich Jesus seinen Jüngern zu, die erwartungsvoll da sind, die ihm das erzählt haben, die wissen, wo er steht. Und nun sagte er, wer er ist und wo er steht. Er sagt, wisst ihr, wenn ihr euer Leben behalten möchtet, werdet ihr es verlieren. Mich findet ihr nur mit leichtem Gepäck. Mich findet ihr nur, wenn ihr nicht nur klein von eurem Leben denkt. Mich findet ihr nur, wenn ihr nicht nur aus dem Augenblick heraus lebt, nach dem Motto, hauptsächlich sich irgendwie aus der Affäre ziehen, auf seine Kosten kommen. Sondern wer sein Leben hingibt, der wird es finden. Jemand, der groß denkt von seinem eigenen Leben. Der spürt, dass in diesem Leben etwas Großes liegt, was aber eigentlich nur sich entwickeln kann, wenn man über den Augenblick hinaus sieht, wo Gott mich jetzt braucht. Jemand hat das mal ein bisschen überspitzt so ausgedruckt. Jim Elliot, ein Mensch, der mich sehr geprägt hat, als ich so ungefähr 20 Jahre alt war, der hat einmal gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Den Augenblick aufgeben für ein Leben. Äußersten bereit, hast mich aus Feindeshand
ruf dir zu, heilig, schön und königlich, wunderbar bist du. Wunderbarer Gott, ich weiß, das ganze Universum preist und grüße deine Herrlichkeit. Wunderbar bist du. Du bist ein wunderbarer Jesus. Du bist der Fels, auf dem ich baue. Du bist mein wunderbarer König, dem ich mein Leben anvertraue. Wir zwei gehören zusammen. Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt, du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindeshand befreit und ich weiß, ein wunderbarer Gott bist du, ich sing zu dir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Worte hört. Ich habe mich schwer getan damit und mich gefragt, wie sieht das denn ganz praktisch aus? Und ich freue mich, dass anscheinend Jesus geahnt hat, dass das damals den Jüngern auch so ging. Dass die ihn fragend anschauen und sagen, ja und jetzt? Und dann sagt er, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Was heißt das? Es gibt so einen guten Satz, dass er heißt, die Bibel legt sich selber aus. Und wenn man nicht so genau weiß, wie etwas zu meinen ist, zu bedeuten ist, dann ist es gut, ein bisschen mal im Umfeld dieses Bibeltextes nachzuschauen. Und es ist spannend, wenn man weiterliest in dem nächsten Kapitel, da wird im Grunde dieser Geschichte, ohne dass sie nochmal erwähnt wird, ausgelegt. Es geht um ein Fest, ein großes Fest, ein bedeutendes Fest. Und alles ist super geplant. Das hat mich irgendwie ein bisschen erinnert an Hochstraß. Ja, Essen ist organisiert, eine total coole Location ist gefunden. Es ist alles da. Der Wein ist da, alles. Aber eine Panne. Wohlgemerkt, auch damals. Eine Panne. Keiner war eingeteilt fürs Füßewaschen. Man muss sich das so vorstellen, dass die damals bei besonderen Mahlzeiten oft zu Boden gelegen haben. Und wenn man sozusagen die Füße des anderen vom Gesicht hat, ist das schon so nicht prickelnd. Wenn man sich überlegt, dass diese Menschen aber ihre Füße einen ganzen Tag in Sandalen gehabt haben und durch die Straßen gegangen sind, die nicht asphaltiert waren und wo auch keine Müllabfuhr jeden Tag lang fuhr, dann kann man sich vorstellen, wie diese Füße aussahen. Es war schon ein bisschen problematisch.
so dass man eigentlich normalerweise für einen Sklaven anstellte, der das machte, nicht mal einen jüdischen Sklaven, die waren davon befreit, irgendjemand anders. Irgendwie war das untergegangen in der ganzen Organisation. Und die Atmosphäre schien schon zu kippen, man lag schon da und irgendwie war das eine sehr unbefriedigende Situation und keiner hatte richtig Lust, diesen Job zu übernehmen. Und dann passiert es. Jesus steht auf, nimmt die Schürze, zieht sie sich an, nimmt das Wasser, kniet sich hin und fängt an, einem Jünger nach dem anderen die Füße zu waschen. Und dann guckt er seine Leute an und sagt, wenn ihr mich sucht, dann findet ihr mich hier. Wenn ich Jesus suche, dann finde ich ihn da, wo Kontakt zur Erde ist, im Staub, in dem Zerbruch dieser Welt, in den Schwierigkeiten dieser Welt, in den Nöten dieser Welt. Da ist Jesus zu finden. Ein einfacher Ort. Wie sieht das konkret aus? Ich möchte das mal ausprobieren mit euch. Also wir machen jetzt so einen Test. Wir machen das ohne Füße waschen. Ich hatte zuerst überlegt, wir machen das mit Füße waschen. Wie gedacht, es ist vielleicht ein bisschen schwierig. Wir machen es anders, ein bisschen anders. Aber doch ein bisschen so auch. Also. So. Ihr merkt, ich habe nicht viel Übung damit. Ich sollte das öfters machen. So. Okay. Wer möchte einen Kaffee? Ah, ein junger Mann. Noch einer. Gut, okay. Kaffee, das ist eigentlich der erste Punkt. Nämlich erstmal zu überlegen, wer kommt in mein Blickfeld? Wen habe ich im Blick? Wo höre ich plötzlich? Hier. Kaffee. Milch, Zucker? Milch. Okay, Milch. Milch. Keks? Nee. Oder Toffifee? Nee, weder noch. Gut, also Milch. Kaffee erstmal. Dirk, du auch? Mit Milch, aber ich nehme seinen Toffifee. Gut. Also machen wir das erst das eine, das ist so. Auch mit Milch. Ich mache das so, ich bringe dir das mal rüber. Das war übrigens jetzt das Zweite, auf was wir achten sollten. Das Zweite ist nämlich zu überlegen, was habe ich denn anzubieten? Ja? Gott erwartet nie mehr als nur das, was ich gerade habe. Okay, hier ist dein Kaffee. Dein Name ist? Jörg. Ja, Jörg, kannst du dir noch Kaffee, Milch einschmieren, dann kann ich das dem Dirk dann auch. Vielen Dank. Mehr nicht? Das reicht. Okay, wenn die Tasse fertig ist, kannst du sie ihm geben. Er hält die dann fest, damit du jetzt auch Ruhe hast während des Gottesdienstes. Ja? Bist jetzt also hier Mitarbeiter, ja? Nur zur Information. Ne? Okay, gut. So, du wolltest auch, Dirk? Das ist übrigens das Dritte. Nämlich das Dritte ist, dass ich mich aufmache. Dass ich meinen Platz verlasse. Vielleicht auch meine Überzeugungen. Meinen Standpunkt. Und dass ich dorthin gehe, wo die Hilfe nötig ist. Also Dirk, ich wollte dir gerade schon erst Milch und dann Kaffee geben, aber ich gebe dir jetzt. Ich habe geschlappert. Ist das ein Problem? Ist nicht so schlimm. Gut. So, und du wolltest Toffifee?
Ich hoffe, das reicht. Du kannst das alles nehmen. Ich habe dir gesagt, du wolltest, aber irgendwie ist die Milch nicht gut, sehe ich gerade. Ist deine Milch noch gut? Ja? Also die ist aus der Gemeinde. Ich hätte doch unsere zu Hause mitnehmen sollen. Die gibt es nachher beim Kirchencafé auch. Die ist irgendwie komisch. Es tut mir leid. Aber ich habe nichts anderes. Nur was Komisches. Du kannst das Toffifee dann auch rumgeben an andere Leute. Wenn du das willst du alleine essen. Ist doch völlig okay. So ist das. Manchmal ist die Milch nicht mehr ganz richtig gut. Es ist eben alles irgendwie nur so, wie es eben ist, eben wie das Leben. Wo ist Jesus? Haben wir am Anfang gefragt. Ich würde gerne mal euch fragen, wenn ihr im Moment nachdenkt, wo meint ihr, dass Jesus sich in euer Leben hineingekniet hat? Und wo meint ihr vielleicht, dass ihr euch daneben knien solltet? Ich möchte euch Mut machen, es zu tun. Denn da, wo wir uns hineinknien in diese Welt, da kann Frucht entstehen. Wie bei einem Weizenkorn. Es zerbricht und es entsteht ganz viel Frucht. Als ich gestern Abend noch einmal über diese Predigt nachgedacht habe und so in meinem Gedanken durchgegangen bin, da musste ich schmunzeln, denn ich musste an ein Erlebnis denken, das ich diese Woche hatte. Ich hatte diese Woche eine Beerdigung von einem Mann. Er lebte mit seiner Frau im Seniorenheim. Und deswegen bin ich in dieses Seniorenheim gefahren, um sie zu besuchen, kurz vor der Beerdigung, um nochmal mit ihr zu reden. Und als ich in den Raum reinkam, war ich ganz überrascht. Denn in diesem Raum war ein Herr, und ich wusste, dass sie eigentlich keine Kinder hatten, so ein jugendlicher Herr, so ein bisschen jünger als ich, so in meinem Alter so. Und dann kam noch ein Junger dazu und ich wunderte mich, was machen diese beiden tollen Herren da hier in diesem Raum bei dieser Frau, die hat doch gar keine Kinder und man merkt doch sofort, die sind auch nicht direkt verwandt oder so, aber es löste sich dann schnell auf. Denn dann erzählten sie mir, dass dieses Ehepaar, das dort jetzt in diesem Seniorenheim gemeinsam gewohnt hatte, auf einer Straße wohnten und dass diese Familie mit ihrem Sohn in das Nachbarhaus gezogen war. Und dieses Ehepaar hatte ja keine Kinder. Aber dieser Sohn suchte irgendwie den Kontakt, denn er selber hatte seine Großeltern sehr früh verloren. Und irgendwie hat sich diese Familie dann, dieses Ehepaar dann gesagt, wir kümmern uns auch um ihn. Er wurde sozusagen zu Großelternersatz. Später hat er ihnen dann ein T-Shirt geschenkt mit dem bester Opa und beste Oma. Und jetzt saß dieser junge Mann dort mit seinem Vater bei dieser trauernden Witwe und begleitete sie. Und ich dachte, wie wunderbar. Da hatte eine Familie, ein Ehepaar, das Zeit hatte, das ein Herz für Kinder hatte, sie arbeitete im Kindergottesdienst mit, entdeckt, dass da ein Junge war, der sie brauchte. Und sie hatten sich Zeit genommen. Und aus diesem kleinen Saatkorn von ein paar Minuten, vom Zuhören, vom Dasein, war eine wunderschöne Frucht gewachsen. Sie war nicht allein an diesem Tag, wo ich bei ihr war. Und ich bin sicher, dass das,
was dieser junge Mann erlebt hat bei dieser Dame, sein ganzes Leben lang begleiten wird. Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Und das ist eine große Herausforderung, weil man ja alles Mögliche studieren kann und lernen kann. Das Einzige, wofür es kein Studienfach gibt und auch keine Ausbildung, ist das mit dem Elternsein. Und ich habe so gedacht, als ich da so darüber nachdachte, eigentlich wäre das da besonders wichtig. Denn es gibt ja immer wieder Situationen, das kenne ich auch von meiner eigenen persönlichen Erfahrung, wo man völlig hilflos ist, wo man überhaupt nicht weiß, was man tun soll. Und ich möchte euch Mut machen, euch da hineinzuknien und ja, das einzusetzen, was ihr habt. Vielleicht ist die Milch manchmal ein bisschen sauer. Übertragen. Vielleicht passt es nicht so richtig. Aber das darf so sein. Das ist überhaupt kein Problem, denn wir dürfen wissen, dass Jesus sich neben mir mit hineinkniet in mein Leben. Und die Aufgaben, die er uns gibt, dafür gibt er uns auch die Kraft und die Fähigkeiten. Das ist ein Versprechen. Wenn wir ihn neben uns entdecken, wenn wir uns sozusagen ihm zuwenden und sagen, du hilf mir, ich kniet mich da rein und ich weiß jetzt nicht weiter.
Ich finde das total cool, dass er neben mir kniet. Und dass er sagt, du, ich helfe dir. Ich lasse dich nicht allein. Und in diesem Vertrauen, dass Gott das tut, können wir dann auch ganz getrost die Kinder taufen. Und du weißt um uns. Du kennst die Aufgaben, in die du uns hineingestellt hast, die manchmal sehr mühselig sind, wo wir manchmal überhaupt nicht sehen, dass sie Sinn machen. Aber du sagst, wenn wir uns neben dich knien, dann kann daraus ganz Wunderbares entstehen. Und darauf wollen wir vertrauen, dass du das tust. Dass aus dem Wenigen, was wir haben, etwas Wunderbares wächst. Und du weißt auch, wo wir vielleicht gar nicht sehen, wo du schon in unserem Leben kniest und dir so wünschst, dass wir daneben sind, dass wir uns mit hineinknien. Lass es uns entdecken. Lass uns spüren, wo du uns meinst. Und gib uns Mut, dann Schritte zu wagen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Yeah.